von diesem Wochenende aber positiv für die Freudenbergs, die ja zum zweiten Mal mit einer Wildcard hier sind. Karel Hanecker, sehr stark gewesen, gestern im Qualifying Platz 13. Ich glaube, darüber freut sich auch der Carsten. Carsten Freudenberg, was für ein Ergebnis für euch hier als Wildcard-Team. Sensationell, 3 Plätze nach vorne gekommen. 10. Platz jetzt, das ist großartig, oder? Ja, 10. Platz, mehr als großartig. Also regulär waren wir ja 13. Wir haben noch 3 Startplätze gut gemacht, dadurch, weil andere Fahrer disqualifiziert wurden. Und jetzt stehen wir auf 10, sind motiviert fürs Rennen und hoffen natürlich aufs Beste. Ne? Was sagen dein Vater und du? Was gibt er ihm mit dem Karel auf den Weg? Wir haben ihn auf den Weg gegeben, unbedingt ins Ziel zu fahren. Punkte sind wichtig. Und ich möchte auch an der Stelle mich mal ganz kurz bei meiner Mechanikergruppe bedanken, die einen super Job gemacht haben. Auch besonders bei Lars Sänger von Motorradke aus Gera. Viele Grüße da nach Hause. Und ja, wir geben das Beste. Drückt uns die Daumen in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir euch dieses Jahr die 3-mal gesehen haben und hoffen sehr auf nächstes Jahr. Aber jetzt erstmal viel Erfolg in diesem Rennen. Zurück zu euch. Also Platz